Ich heiße Theresia Schwenk, neben mir sitzen Professor Puhl und Herr Kreinert. Ich bin Sportstipendiatin des Spitzensportstipendiums der Metropolregion Rhein-Neckar und wir feiern dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum. Ohne das Spitzensportstipendium wäre es vielen Studenten nicht möglich, Sport und Karriere ideal zu vereinbaren. Herr Professor Puhl, als Prorektor und seit letztem Jahr als Rektor der Universität Mannheim begleiten Sie das Sportstipendium schon fast von Anfang an. Was begeistert Sie daran? Also da sind mindestens zwei Sachen. Nämlich einmal, junge Leute auf dem Zenit ihrer geistigen und körperlichen Kraft, so zwischen 18 und 28, wo viele sagen, oh, ich weiß überhaupt nicht wohin, was ich machen soll und sowas. Und die nehmen etwas in die Hand, eine Doppelkarriere als Sportler, die sie ungeheuer fordert, und zugleich eine akademische Karriere, die natürlich sehr viel länger trägt, zeitlich, also auch über die Zeit des aktiven Sportlers hinaus. Also die schultern wirklich eine straffe Doppellast. Das ist das eine. Und das andere ist, ich freue mich riesig darüber, dass es Leute gibt, die sowas unterstützen, die als großzügige Mäzene langen Atem haben, nicht nur einmal ein Strohfeuer anzupusten, sondern über lange Zeit ein solches Programm zu sponsern. Ich glaube, damit sind Sie unter anderem gemeint, Herr Greinert. Sie haben das Sportstipendium initiiert und mit dem damaligen Rektor der Universität Mannheim, Herr Professor Arndt, dem haben Sie das schmackhaft gemacht. Wie ist die Idee dazu entstanden? Ach Gott, die Idee ist eigentlich uralt, weil ich natürlich in meiner Jugendzeit ähnliche Unterstützung nicht hatte. Ich bin eigentlich nur vom Elternhaus unterstützt worden und da natürlich in jeder Beziehung. Der Prozess hat über 3 Jahre gedauert, war nicht so leicht, den Herrn Arndt damals zu überzeugen, diesen unkonventionellen Weg zu gehen. Habe dann aber überraschenderweise eine unglaubliche Unterstützung von dem Professor Falk bekommen, der sich dieser Sache angenommen hat, als wenn es sein eigenes Kind ist. Und mit dem haben wir dann nach 3 Jahren den Durchbruch geschafft. Und heute sind wir alle froh, dass wir das damals gemacht haben. Ja, warum haben Sie damals die Uni Mannheim gewählt? Erstmal lebe ich in Mannheim seit 1976 und dann war ich mit sehr vielen Professoren hier. Den einen habe ich eben genannt, den Professor Jacobs oder auch den Professor Ide, mit denen war ich sehr befreundet, auch beruflich zum Teil verbunden und habe eigentlich immer einen Zugang zur Universität gehabt. Sehr schön. Herr Professor Puhl, welche Bilanz können Sie nach 10 Jahren Sportstipendium für die Universität Mannheim ziehen? Das Stipendium ist einfach eine super Sache auch für die Außendarstellung der Universität. Und immerhin muss man sehen, in der Zeit, in diesen 10 Jahren, sind also 150 Spitzensportler aus über 25 Sportarten hier gefördert worden. Und nochmal, diese Doppelbelastung will ich hervorheben. Wenn Sie um 10 Uhr morgens die Halle zum Trainieren haben und nur um 10 Uhr morgens und parallel ist Ihre Hauptvorlesung, dann muss das irgendwie koordiniert werden. Und das ist eine Riesenaufgabe, an der ganz viele Leute mitwirken und das gelingt und auf diese Weise können eben diese Leute ihren zweifachen Weg fortsetzen und zu guten Ergebnissen kommen. Wir haben Weltmeister bei uns, wir haben Olympioniken bei uns, das ist eine Wucht. Bereits seit 2007 sind individuelle Lösungen für Spitzensportler an der Universität Mannheim möglich. Welchen Beitrag leisten die Mitarbeiter der Universität Mannheim dazu? Da sind natürlich zunächst mal die Spitzensportbeauftragten. Die haben das in der Hand, die organisieren das, die haben den einzelnen Sportler und wissen, was dessen Notwendigkeiten sind, weil sie selber auch Sportler waren. Also die haben das voll drauf und dann gehen die eben zu den einzelnen Lehrstühlen und sagen, hör mal, deine Klausel wird gerade geschrieben, wenn die Weltmeisterschaft in Katar ist. Das muss man jetzt irgendwie so koordinieren, dass der Sportler sein Event wahrnehmen kann und trotzdem noch die Klausur bestehen kann. Und da muss eine extra Klausur organisiert werden oder eine mündliche Prüfung oder was auch immer. Und da sind viele dran beteiligt, viele Lehrstühle, viele Dekanatsmitarbeiter und natürlich zentral die Spitzensportbeauftragte. Die wichtigste Person in der Kombination mit der Universität Mannheim war immer die Sarah Seidel, die das quasi ja in einer aufopferungsvollen Arbeit gemanagt hat. Das ist unvorstellbar, was da für Arbeit hintersteckt. Aber sie hat auch die besten Voraussetzungen. Sie war selbst Leistungssportlerin, sie hat selbst auch studiert. Also sie kennt beide Seiten und hat das Geschick einer Dame, auch die manchmal nicht so einfachen Professoren mit an einen Tisch zu holen. Können Sie da ein Fazit ziehen, auch wie das zu Beginn des Stipendiums funktioniert hat bis zu heute? Also ob es da Veränderungen gab, Fortschritte gab?
Also das muss man schon sagen, am Anfang gab es Leute, die haben das nicht richtig eingeschätzt, was dieser Spitzensport ist. Die sagten, na, bloß weil die da im Ehrenhof irgendwie rumkicken, können die doch jetzt hier von mir keine Extrawurst gebraten kriegen. Und allmählich hat sich, unter anderem durch diese jährliche Vergabe der Stipendien, wo ja auch Filme gezeigt werden, was machen die Leute, wie intensiv trainieren sie, wie ernsthaft sind die bei der Sache, hat sich herausgestellt, was das für Typen sind. Die Jungs und Mädels, die da ihre Doppelkarriere verfolgen. Und das hat sehr viel Verständnis dann geweckt in die Uni rein. Und heute ist ein anderes Grundrauschen in der Uni und ein starkes Pro für dieses Stipendium. Ein schönes Beispiel zu diesem Thema. Ich glaube, vor 2 Jahren war eine Weltmeisterschaft im Hallenhockey in Berlin. Und da war eine Studentin aus der Mannheimer Universität dabei. Die musste natürlich dieses Turnier Samstag, Sonntag spielen, aber es war auch hier eine Klausur zu schreiben. Und dann haben die Mitarbeiterinnen hier es geschafft, dass die Klausur während der Weltmeisterschaft an der Universität in Berlin unter Aufsicht eines dortigen Professors oder Dekans oder was geschrieben hat. Ich meine, das ist so ein Erfolgserlebnis dieses Stipendiums. Das gab es früher nicht. Gibt es denn noch mehrere Momente oder Sportler oder Besonderheiten, an die Sie sich die letzten 10 Jahre zurückerinnern können? Das würde jetzt das Interview sprengen. Es gibt eigentlich nur schöne Erinnerungen. Also das Schönste ist eigentlich immer diese jährlichen Treffen, die wir jetzt gerade wieder vor uns haben, im Anfang November, wo die neuen Studentinnen und Studenten begrüßt werden. Das zweite Highlight ist, ich beobachte ja auch die Karriere von vielen Sportlern, die dann fertig sind mit ihrem Studium, zum Teil ihr Leistungssport noch weiter betreiben, aber die suchen ja dann auch Stellen, wo sie arbeiten können. Und da habe ich von 5 oder 6 Fällen in den mir verbundenen Firmen die Menschen vermittelt. Und dieses Feedback von den Firmen, das ist das Entscheidende. Ich habe immer gesagt, Klaus, wo holst du die Leute her, bring mehr davon. Die sind so fokussiert, die sind so zuverlässig, die sind so beweglich, die sind intelligent, die sind zielstrebig und selten krank. Nein, und die haben alle Karriere gemacht in den Unternehmen, wo ich sie hingehe. Und das macht natürlich auch Freude. Und es spornt auch an, das weiterzumachen. Ja, Sie haben gerade gesagt, die Sportler sind selten krank. Was machen Sie denn im Alltag, um sich fit zu halten? Also meine große Hilfe ist der gute Hund. Der schleppt mich jeden Tag 10.000 Schritte durch die Gegend, durch den Wald. Und wenn ich die abends nicht voll habe, dann drehe ich noch eine Runde. Und ansonsten bleibt mir, das muss ich zugeben, für richtig Sport einfach keine Zeit. Und bei Ihnen? Das Gleiche. Ich habe auch einen Hund, schon immer, mein ganzes Leben lang. Außerdem treibe ich natürlich noch ein bisschen Sport, indem ich Golf spiele. Weil im hohen Alter kannst du ja nicht mehr so viel machen, wie man früher gemacht hat. Was ist denn Ihre Lieblingssportart? Wenn Sie heute Golf spielen? Meine Lieblingssportart war und ist immer noch Hockey. Das habe ich mir fast gedacht. Und bei Ihnen haben Sie? Volleyball. Volleyball? Ja. Waren Sie früher auch aktiv? Ich habe früher viel gespielt, zu Schulzeiten, in Studentenzeiten und so weiter, ja. Sehr interessant. Also Hockey und Volleyball. Mannschaftssport und es geht um Gewinnen und Verlieren und es ist eine Spannung bis zum letzten Moment und man kann das Spiel noch drehen und man kann sich die Gräten verknicken, die so viele umgeknickte Knöchel, wie beim Volleyball gibt es sonst nirgends. Also tolle Sache. Ja. Aber ich meine, interessiert sind wir natürlich, also ich sowieso, an allen Sportarten. Deswegen haben wir ja auch gesagt, bei dem Sportstipendium gibt es keine Eingrenzung. Jede Sportart ist willkommen. Und das gilt auch für die Hopp-Stiftung, für den Dietmar Hopp. Der ist zwar vom Herzen kein Hockeyspieler, der ist Fußballer, aber auch dem liegt einfach die Förderung junger Menschen am Herzen, genau wie uns. Gibt es da was, was Sie den neuen, jungen Stipendiaten mit auf den Weg geben wollen? In der Uni natürlich auch danach. Oh Gott, jetzt ist Weisheit gefragt. Also ich würde sagen, clean life, fair play, das sind die Worte. Das gilt für die Wissenschaft und für den Sport. Man kann ungeheuer pfuschen und das führt natürlich vordergründig auch zu Erfolgen, aber ist natürlich ruinös, sowohl für die Wissenschaftswelt, für das Vertrauen, was man in die Wissenschaft allgemein hat, wie im Sport ist das ja genauso mit Doping und solche Sachen. Also bleibt sauber und bohrt dicke Bretter. Und das sind dann die Eigenschaften, die die Leute mitbringen, die im Betrieb gehen, nicht krank werden und hart durcharbeiten. Und das führt zum Erfolg. Das Sportstipendium ist ja durch den weiteren Förderer Dietmar Hopp, wie Sie gerade schon erwähnt haben, weiter gewachsen. Und wir haben ja auch die Universität Heidelberg mittlerweile als Partner. Gibt es weitere Pläne für die Zukunft? Also die Idee ist natürlich, dass wir offen für weitere
Dinge wie duale Hochschule oder was weiß ich. Aber die wollen das Schritt für Schritt machen. Wir sind jetzt erstmal dankbar, dass wir die Universität Heidelberg dazu gewonnen haben, dass wir diese geballte Masse der Metropolregion, ich meine, das ist etwas, wo wir auch sehr stolz drauf sind. Und ich wundere mich immer wieder, dass noch niemand woanders dies nachgemacht hat. Ich meine, gut, die Amerikaner haben das, von denen haben wir das ja abgeguckt. Aber in Deutschland, das ist für mich einfach ein Rätsel. Und umso länger die anderen alle zögern, umso größer wird der Vorteil der Metropolregion unserer beiden Universitäten sein. Denn ich höre das ja auch durch Geschäftsfreunde aus dem Ausland. Inzwischen wissen die, dass Mannheim auch einen unglaublich guten Ruf hat als Universität. Können Sie sich erklären, warum es keine Nachahmer gibt oder wirklich so gar nicht? Oder vielleicht auch Sie? Ich sage mal, Menschen, die so denken wie der Dietmar Hopp oder ich oder meine Familie, die muss es eigentlich überall geben. Für alle guten Ideen fehlt auch das Pushen. Und irgendwann musst du es mal machen. Und die Initiative, es ist schade. Ich würde mir schon wünschen, dass das andere Städte auch machen. Jetzt feiern wir ja 10 Jahre Jubiläum. Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Stipendiums? Ah ja, vor allen Dingen, dass es so gut weiterläuft und weiter blüht. Vielleicht lassen sich die Zahlen noch erhöhen, vielleicht kann man noch mehr Kooperationspartner finden. Also die Uni Heidelberg, Uni Mannheim, das passt wunderbar zusammen. Und ich hoffe, dass es einfach andere Universitäten gibt in ganz anderen Regionen Deutschlands, die diesen brillanten Gedanken aufgreifen. Denn wir merken das gerade mit unserer Internationalisierung. Der Sport ist ein 1A-Medium, um die Leute zu integrieren, die auch kein Deutsch können oder auch kein Englisch können. Also das ist der Breitensport dann eher, aber der Spitzensport hat ja die Aufgabe, für den Breitensport auch zu begeistern. Und wenn das ein bisschen mehr Schule machte in Deutschland allgemein, würde das gut tun, sowohl den Universitäten wie auch dem Sport. Danke für Ihre Zeit. Es war schön, es war sehr interessant und informativ für mich, was die letzten 10 Jahre im Sportstipendium alles passiert ist. Und alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank für das charmante Interview. Danke sehr.